Moin Moin und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Blasphemous für die Switch. Und ich muss mich vorab ein bisschen entschuldigen für die letzten beiden Folgen. Da ist leider der Ton ausgesetzt. Meinen Stimmton könnt ihr hören, aber leider nicht den Ton und den Sound des Spiels. Das tut mir wirklich leid. Bloß ich kann das ja alles nicht normal spielen und hab's trotzdem jetzt hochgeladen, weil ich dachte mir so, na gut, was soll's. Irgendwie muss es ja sein. So, aber damit ihr nicht ganz außen vor steht, will ich es kurz erklären. Wir sind in die Zisterne gegangen und haben mit runter in die Zisterne und wir kommen von hier. Ich will kurz zeigen. So. Gucken wir ganz kurz drauf. Genau, hier, von hier sind wir gekommen. Das kann ich nicht einsammeln da unten. Also dieses Ding da, weil das steht genau vor so einem Blitz. Ist ein bisschen nervig. Aber wir können, wenn wir hier runterhüpfen, sind wir hier in der Zisterne und können mit ihm hier reden. Das ist Renato oder Renato. So. Side, so as to continue my penance in wandering. Ah, don't let it be a disturbance to thee, penitent in guilt, for my feet will find their long-awaited walking. Penitent one, may thy trade silence neither thy spirit nor thy frame. Also es ist so, ich kann noch kurz erzählen, er ist so, er ist ein Büßer und guckt immer auf den Boden, da darf ich nicht angucken. Ich muss diesen Mechanismus hier unten in Gang bringen und das machen wir, wenn wir jetzt hier runtergehen. Ich habe jetzt bloß keine Lust gehabt, noch eine Folge ohne Sound hochzuladen, deswegen spielen wir das von hier einfach nochmal weiter. Ein paar Sachen habe ich schon ausgelöst hier, aber das soll euch nicht weiter stören. So, wir sind hier unten in Yondo und diese Dinger hier, die können einen ganz schön wehtun. Muss nur schnell genug sein. Wieder diese Schallwellen, die hauen einen um. So. So, hier müssen wir rüber. Also, ich muss kurz dazu sagen, vorher konnte man hier nicht rüber. Ich habe einen Mechanismus in Gang gesetzt, den kann ich euch mal kurz zeigen. Warte. So, wir müssen erstmal. Ach, Mann. Bin ich nicht gerechnet? So, warte mal. Und ich kann euch mal kurz zeigen, warum das so ist. Also, den Schalter habe ich da bewegt. Da müsste man hier unten den ganzen Weg gehen. Ist ja eigentlich Quatsch, wenn ich das mache. Ich kann euch sagen, es ist eine alte Oma. Die sitzt hier unten. So, ich zeige euch die Oma jetzt trotzdem nochmal. Ja, die ist das. Die klingelt diese Dinger wach. Wenn wir sie aber umhauen, dann hört der ganze Spuk auf. Und wir können uns da ganz lässig bewegen. Da muss man jetzt hier hochklettern, um diesen. Oben ist der Knopf da, ne? den Schalter muss man drücken, damit oben der Fahrstuhl bzw. diese Platte sich bewegt. Machen wir jetzt auch. Oder haben wir ja schon gemacht? Habe ich schon gemacht. Ist ein bisschen blöd, dass ihr es jetzt nicht sehen könnt, aber das ist eigentlich auch nicht schlimm, weil ich bin hier eh noch nicht durch die Zisterne. Das heißt, wir machen es jetzt gemeinsam. So, hier geht's weiter. Rüber. Hoch. So, da komme ich noch nicht hoch, aber ich glaube, an diesen Wurzeln kann man sich irgendwann später ranhaken und sich hochhangeln. Das geht leider noch nicht. So, jetzt geht's hier. Pass auf. Oh, warte. So, wie man sieht, hier so ein Glockenteil. Aber das ist nicht so schlimm. Die Glocken funktionieren gerade nicht. So. Hier rüber. Hier rüber. Hier kurz hoch. Dann können wir nämlich kurz hier uns heilen. So. Genau. Hier müssen wir runter. Mal zeigen. Und auf die andere Seite zu kommen. Rüber. So, und dann geht's hier runter. Oh. Ach, das ist hin. Gut. Normalerweise ist diese Falltür unten. Um die zu befreien, müsst ihr eigentlich nur hier hochgehen, das Ding da oben treffen. Dann haut er die Glaskuppe kaputt von dem Stein und man kann direkt hier rüber. So. Gleiche muss man hier auch machen. Aber das ist eigentlich auch egal. Das gleiche müsst ihr hier auch machen, um da durchzukommen, ne? Haut ihr hier oben dieses Ding an, die Vibrationen hauen dann diese Tür hier auf, weil hier dieser Schalter bewegt wird. So, ich muss kurz überlegen, wo wir hin müssen. Na egal, wir gehen jetzt mal hier runter.
Also ich habe die eigentlich schon durchforstet, habe aber noch nichts wirkliches gefunden. Hier kann man gleich so ein paar Figuren sehen, diese hier. Kann ich aber nicht kaputt machen. Aber es gibt eine andere Figur, die habe ich oben gefunden. Und die habe ich zerstört. Und dadurch, dass ich die Figur zerstört habe, hat der hier wahrscheinlich ein bisschen mehr Power bekommen, wie man sieht. Deswegen kann man da jetzt wahrscheinlich was machen. Und noch können wir nicht so viel machen. Aber diesen Schalter hinten habe ich noch nicht bewegt, glaube ich. Wo wir denn noch hinkommen. So. Ja, genau. Gehen wir mal hier runter. Gucken wir mal, ob wir da hinkommen. Also irgendwie, ich kann euch mal die Karte zeigen. Also ich habe hier schon einiges erreicht, aber eben noch nicht alles. Und wie man sieht, gibt es hier noch so ein paar Wege, die man gehen könnte. Huch. Ging mal vielleicht nicht so gut. Ja, doch. Okay. Genau, da müssen wir jetzt noch nicht hin. Warte mal. Müssen wir runter. Das müssen wir ganz schnell machen. So. Oh Mist. Da muss man schon aufpassen, weil das hier geht immer. Da müssen wir rüber auf die andere Seite hier. Das Ding kann man trotzdem mal wegmachen. Gibt ja Punkte. Brauchen wir Punkte, um was zu kaufen. So. Den haben wir auch futsch. So, kommen wir da auf die andere Seite rüber. Runter. Okay, jetzt sind wir hier. Hinten kann man doch irgendwo hoch. Wo ist da denn hin? Zeigt er mir denn da mal an. Gut. Ah, stimmt. Was war das? Genau, das kann ich auch noch mal kurz zeigen. So, wir warten mal kurz, wie geklingelt hat. Dann rennen wir mal darüber. Aber hier komme ich nicht weiter. Ich würde fast behaupten, dass da hinten das Ding kaputt gemacht werden muss. Aber das geht irgendwie nicht. Hm. Da drüben ist ja nämlich der Schalter, aber da komme ich nicht ran. Ich glaube, da unten links dieses Ding müsste, dieser Block müsste eigentlich zerstört werden. Aber hier komme ich zumindest nicht weiter. Gehen wir nochmal nach oben, weil hier kommen wir wirklich nicht weiter. Ärgerlich ist. Wo ist das nochmal? So, und dann gehen wir hier weiter. So. Müssen wir schon aufpassen. Okay. Mal hier mal hochkommen. Halt. Mann. Okay. Mal gucken, ob hier irgendwelche Türen sind oder so, sind hier nicht. Ja, jetzt wird's. Wieder eine kleine Haarspalterei. So. Ich glaube, hier konnte ich gar nicht weiterkommen. Ja, guck mal, hier waren die Figuren, die habe ich zerstört. Und dadurch, dass ich diese Figuren zerstört habe, kann ich unten, glaube ich, die Glocke, diese große Glocke bei den anderen Figuren ein bisschen weitermachen. Glaube ich. Weiß aber nicht genau, was so ist. Glaube es einfach. Ich glaube, es kann auch sein, dass es komplett daneben liege. Ich weiß es nicht. Hier waren wir auch noch nicht. Gehen wir rüber. Ah, hier ist der Schalter. Okay.
Jetzt ist noch eine Abkürzung hier. Also wie bei Dark Souls macht man sich so kleine Abkürzungen. Und das ist jetzt eine Abkürzung, um noch schneller wieder herzukommen, falls ich mal sterben sollte jetzt. Was bestimmt auch gleich passieren wird. Aber egal. Das ist nämlich ziemlich cool, dass man ein bisschen Abkürzung hier auch hat. Das hat man ja auch bei Dark Souls gehabt. Und das ist natürlich ein erhöhter Wiederspielwert. Denn alles andere ist echt ätzend, wenn man so viele Sachen mal wiederholen muss. So. Komm ich nicht ran. Habe ich schon ein paar Mal versucht, klappt nicht. So, aber hier geht's auch weiter. Bin auch hier irgendwo draufgegangen, glaube ich. Na komm, den hatten wir schon. Ja, scheiße. Warte mal, vielleicht können wir nochmal zurückgehen und dann geht das schneller. Dann müssen wir alles nochmal machen. Das ist das Problem. Der fährt auch hin und zurück. Ist auch kein Problem, aber hier bin ich schon mal gestorben, wie ihr seht. Das ist das letzte Mal, wo ich gestorben bin hier. Ja, das ist nervig. Muss man mich warten, bis er wieder den ganzen Weg dahin kommt. Und dann muss man natürlich aufpassen, dass man nicht von diesem scheiß Viech da noch getroffen wird. Wir probieren es mal, wenn er zurückkommt. Ah! Hier ist Timing gefragt, aber man muss einfach noch relativ schnell sein. So. Also, und hier sieht man, sind wieder Falldinger. Nein! Und das meine ich. Das ist das, was wirklich sehr ätzend ist. Da muss man wirklich ein bisschen aufpassen. Und wie man sieht, habe ich nicht aufgepasst. Aber wir wissen ja, wo wir längs müssen. So, wir gehen jetzt hier durch, weil jetzt haben wir ja so ein paar Abkürzungen freigeschaltet, oder? War das nicht richtig? Genau. No. Bin ich jetzt richtig wieder hier oder war ich abgekürzt und die freie Schlauch hatten wir doch? Meines ging jetzt hier längs, ne? Genau. Kann direkt hier durchgehen. Weil sonst müsste man den ganzen Weg wieder außen rum gehen. Das ist natürlich sehr gut, dass wir das jetzt hier freigeschaltet haben. So. Ja, es ist schon so ein bisschen tricky. Gut. Oh. Okay. Da. Mal wieder. Oh, dass man da nicht so durchrutschen kann. Da muss ich glaube ich noch ein bisschen weiter laufen. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Oder schneller laufen. Ich weiß es nicht. Aber nur sehr schwer. Ist natürlich jetzt kein weiter Weg dahin, aber es ist trotzdem natürlich nervig, wenn man jedes Mal da drauf geht. Oh, ich wollte gerade rüberspringen, das war natürlich dumm gewesen. Aber jetzt geht's doch. So, müssen wir schnell sein. No. Nein, müssen wir nach oben. Schön, dass ich daneben springe. Okay. Blödes Viech. So. Ach scheiße, ich bin ja zu langsam. Nein, oh Mann, ey. Seht ihr was, das ist auch eigentlich gar nicht so ein langes Stück, aber... Nervt das. Das nervt.
Das nervt. Geht mir auf den Sack. Das ist immer diese Hinhergerenne. Ja. Schade eigentlich. Mal machen. Okay, wir probieren es nochmal, weil es so viel Spaß macht. Na los. Okay, so, Action. Oh, komm. Oh. Verdammte Axt. Aber hier könnte ich ja wieder... Hier kann ich kurz warten, ne? Also ich warte lieber sicherheitshalber, bis der... Das ist das Scheißviech da kommt. Ich könnte auch darüber springen, oder? Komme ich so? Kann ich so weit springen? Eigentlich schon, ne? Aber wir warten trotzdem, bis er zurückkommt. Das ist mir denn sicherer. So, da kommt er. Oh. So, wegen dir bin ich hierhin gerannt. Zeig's mir. Herz der heiligen Reinigung. Des heiligen Reinigens. Okay, gucken wir uns mal an. Das haben wir schon reingetan. Tugsamen Schmerzes, ne? Und was kann der? Schmerz kann gesegnet durch Schutzgebete. Kann im Mea Culpa eingefügt werden. Verstärkt die Träne der Abbitte. Verhindert jedoch den Einsatz der Galleflaschen. Na, das ist natürlich nicht so cool. Müssen wir den ganzen Weg wieder zurückrennen hier? Ja, tatsächlich, ey. Das ist schon wieder frech. Gut, aber haben wir auf jeden Fall bekommen. Jetzt weiß ich auf jeden Fall, dass es hier irgendwie nicht viel weiter geht. Da ist zu Ende. Gut. Geht nur noch nach oben. Beziehungsweise... Unten da hinten, sehe ich gerade. Da nochmal hin. Oh! Das Gute ist, oder das Dumme ist natürlich, ja, ich brauche da nicht mehr zurücklaufen, weil wenn ich da oben anfange, das Gute ist es so, dass wir das Ding ja trotzdem eingesammelt haben und alles erreicht haben. Das heißt, wir gehen jetzt mal nach, entweder hier nach links, da geht es auch weiter, oder nach links können wir nicht, weil der Fahrstuhl nicht funktioniert, so war das, ne? Genau, der Fahrstuhl geht noch nicht nach da oben, das heißt, wir können da noch nicht hoch. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall hier nochmal, vielleicht ganz nach unten, da müssen wir nochmal runter. Okay, hier nochmal unten. Nee, andere Seite runter. Oder ist egal, welchen Weg wir runtergehen, ne? Ne, wir müssen hier runter. So. Gut. Geht's ja hier irgendwo noch runter noch? Da müssen wir, glaube ich... Auf den Weg da runter gehen, ja, ne? Genau. Warte mal. Ne, wir müssen hier runter. Genau. Gehen wir mal hier runter. Da sind wir noch eine Etage tiefer. Würde ich sagen. Können wir runtergehen hier? Also ein bisschen verwirrend das Labyrinth hier unten. Also richtig. Okay.
Aber wir müssen da rüber, um da durchzukommen. Okay. Okay, und da müssen wir rüber. Ich weiß es nicht. Probieren Sie mal. Warte mal. Ja, okay. Das Problem ist, dass ich hier nicht durchkomme. Nee. Ich kann noch. Einen kann ich noch runter. Ja, okay, das ist das, wo ich nicht reinkomme. Müssen wir von der anderen Seite kommen. Genau. Oh. Okay, versuchen wir von der anderen Seite dahin zu kommen. Den ganzen Weg wieder hochrennen, das ist natürlich auch ein bisschen blöd. Aber... jetzt komme ich hier natürlich nur da längs, ne? Obwohl. Kann ich auch irgendwie so rüberkommen? Ich weiß es gar nicht. Aber vielleicht. So. Also wie man sieht, wir haben ja eine Kette schon hinten gelöst von diesem Pendel da hinten. Jetzt müssen wir hier nochmal. Ah. Wir müssen da runter, oder? Ja, ich versuche da nicht zu kommen. Oh nein, nein! So. Also mal kurz gucken. Hier geht's noch runter. Hä? Ich bin total verwirrt von diesem Labyrinth hier, wirklich. Man rennt ja eher wehr durch die Gegend. Genau, hier geht's runter und ich weiß aber auch, wo es da hingeht. Problem ist bloß. Oh nein! Was mache ich? Oh, jetzt sterbe ich wieder. Oder auch nicht. Ja, das war klar. Jo, das war's. Ja, aber das ist auch der falsche Weg, weil da unten komme ich auch nicht durch. Meine ich zumindest, mich zu erinnern. So, den Weg kennen wir jetzt. Warum kann der mich beschissen nochmal treffen, ey? Da müssen wir aufpassen, dass wir nicht das ganze Leben verlieren, wenn wir da hinlaufen. Weil das auch ein bisschen behindert ist. Was machen? Oh. Ist das dein Ernst? Nein, geh doch runter.
So, können an denen können wir vorbeischleichen. Die müssen wir nicht unbedingt bekämpfen. Aber die müssen wir leider bekämpfen. Also einen zumindest davon. Oder vielleicht auch zwei. Ich muss gucken, dass der runterkommt, ohne so drauf zu gehen die ganze Zeit. Okay. Ja, das war's. Nein! Lass dich doch nicht da. Alter Schwede. So blöd, ne? Und das da unten kann man auch nicht holen. Wie dumm ist das da unten in diese Stacheln reinzustellen, oder nicht? Ich meine, wie willst du das denn holen? Ich muss ja dicht dran stehen. Das ist so bescheuert gelöst. Also ab und zu, glaube ich auch, die machen es absichtlich, damit man einfach so bescheuert wird hier. So, warten wir mal kurz hier. Echt, hat mich getroffen, ne? Nein! Ach, Mann. Bring doch da hoch! Was macht er denn da? Oh, ich hasse das. Warten wir noch kurz mal. Oh, ich wollte doch gar nicht in der Nähe sein. Ätzend, ätzend, ey. Reicht's aber, du blöde Oma, ey. Okay, jedenfalls den Knopf erwischt. Wenn was gut ist, dann können wir mich direkt hinholen. Leeres Gallegefäß. Okay, Sträußchen, wo ist denn das? Ach, komm schon. Also, leeres Gallegefäß. Gefäß aus Kristall und Gold, in dem die heilige Galle verwahrt werden kann, die aus dem klagenden Brunnen strömt. Gut zu wissen. So, wir haben kaum noch Leben. Haben Gott sei Dank den ganzen Scheiß hier bekommen. Müssen aber jetzt nicht hoch noch, sehe ich gerade. So. Gucken, also es geht auf jeden Fall hier links und es geht auch noch hoch. Erstmal gehen wir hier hin. Leeres Gallegefäß auffüllen. Gegen 500, klar. Ach Quatsch, dann habe ich gleich hier schon so ein PS3-Dinger bekommen. Gut ist das denn? Okay, das wusste ich natürlich auch nicht, aber das ist natürlich sehr geil. Und hier ist drei Gefäße jetzt. Cool. Okay. Da oben sind welche, die man kaputt machen muss. Seht ihr das? Die holen wir schon. Aber ich glaube, wir machen ab hier eine Pause und schauen uns das beim nächsten Mal an. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.